Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wie ihr es ja schon in der Videobeschreibung gesehen habt, geht es darum heute, was in meinem Bag ist. Aber zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken, bei meinen mittlerweile schon 63 Abonnenten. Also vielen Dank dafür, auch für eure vielen, vielen Views, für die tollen Likes und für die Kommentare. Und ein Kommentar hat mich auch dazu ein bisschen auch zu inspiriert. Das war vom Klaus, der hat gemeint, wow, irgendwie schöne Ausrüstung und so. Und deswegen wollte ich euch mal kurz vorstellen, was so in meinem Bag ist. Und man kann schon wirklich fast sagen, das sind wirklich alte Eisen, also die gehören zum alten Eisen. 2006, also fast knapp schon 20 Jahre, irgendwie habe ich die in meinem Bag und habe die damals in Berlin in dem Golfhaus dort gesehen. Die kamen ganz frisch raus und waren dort in der Ausstellung. Da bin ich echt tatsächlich 3 Tage oder so um die rumgeschlichen, bis ich dann endlich sie mir zugelegt habe. Und dann kam schon ein kleines Problemchen, weil ich wollte auch die passenden Wedges dazu haben. Und die gab es da zu der Zeit in Deutschland nicht und die gab es in Amerika. Und dann habe ich die mir halt übers Internet bestellt. Das war damals auch so ein kleines Wagnis noch so ein bisschen. Das ist eine 60 Grad, eine 56 Grad und eine 52 Grad Wedge. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Hölzern. Das sind Callaway-Hölzer und auch beim Dreier Fairway-Holz ist bemerkenswert. Damals noch irgendwie mit Stahlschaft die Option. Also ich finde es immer noch für mich ein sehr schönes Fairway-Holz. Und der passende Driver dazu, das ist auch eine Big Bertha. Ich glaube, es sind 10 Grad oder so, die ich, 10 Grad. Und die hat natürlich allerdings hier einen Stahlschaft, die gute Bertha. Dann zu guter Letzt, zu dem wichtigsten Schläger im Bag. Das ist immer nur der Putter, denke ich auch. Und das war tatsächlich ein Geschenk und den habe ich bis heute noch. So ein klassischer Mallet-Putter nennt man die, glaube ich. Aber mit dem komme ich super zurecht und den werde ich auch im Bag behalten. Und ich glaube, ich werde die ganzen Schläger noch so lange spielen, bis ich meinen Schwung so optimiert habe. Und wenn ich den für mich also optimiert habe, dann werde ich mir dann mal neue Schläger kaufen und euch auch da auf dem Laufenden halten, was sich dann praktisch in meinem Bag befindet. Vielen Dank fürs Zusehen und das nächste Video wird erst ein Trainingsvideo werden und da bin ich mal gespannt, wie ihr das dann findet. Also tschüss, bis zum nächsten Video. Das war ein bisschen freier gesprochen irgendwie, gell? Aber das musst du so oft machen.